So Bilder haben Sie sicher auch schon gesehen. Tai Chi heisst der Zeitlupe-Volkssport aus China. Der ehemalige Snowboard-Weltmeister Fabien Rohrer hat Tai Chi für sich entdeckt und das hat den Powerman völlig verwandelt. Volle Konzentration, tiefer Atem, entspannte Körperhaltung. Fabien Rohrer trainiert täglich Tai Chi. Einmal in der Woche hier in der Energieoase in Steffisburg und sonst zu Hause. Dieser Sport hat sein Leben verändert. Ich bin mehr achtsam, bin mehr im Hier und Jetzt. Ich bin wirklich ruhiger, ich bin angenehmer. Ich bin immer noch ein bisschen impulsiv, aber das ist schon besser. Fabien Rohrer war ab Mitte der 90er Jahre der Star der Snowboard-Szene. Erster der Weltrangliste, Europa- und Weltmeister. Vierter an den Olympischen Spielen in Nagano in Japan. Er war Medienliebling und enfant terrible mit großer Klappe, dass niemand meinen Spruch verlegen war. Rohrer spielte sogar in einem Kinofilm mit. Ich war ein Lebemann. Ich hatte wirklich alles. Erfolg, Gesundheit, Geld, viel Materielles. Ein Luxus-Zigeuner war ich, über 15 Jahre, nenne ich es mal. Aber ich konnte rennen, es ist mir nicht gut gegangen. Und es ist immer wie schlimmer. Nach dem Karriereende ist das ganze Geld verprasst. Fabien Rohrer fühlt sich orientierungslos und dann kommt das große Loch. Bei mir war es einfach so, dass es nach 2 Jahre lang sehr schlimm war, dass ich mich so fast wie Panikattacken hatte, eingesperrt hatte, nicht mehr auf das Snowboard bin während 2 Jahren. Ein Psychiater, mir hat so Pillen geben und so. Und ich dachte, das kann es ja nicht sein. Durch Tai Chi in Kombination mit Meditation findet Fabien Rohrer wieder zu sich selber. Tai Chi besteht aus fließend ineinander übergehenden Bewegungen, die bewusst und aufmerksam ausgeführt werden. Und nur die Muskeln, die eine bestimmte Bewegung oder Haltung benötigen, sind angespannt. Bauchatmung ist das Ziel. Rohrer schwört darauf. Ich habe einfach viel mehr Lebensqualität errungen. Ich kann gar nicht sagen, was es alles ist. Ich schnaufe besser. Es geht mir einfach viel besser psychisch. Ich muss keine Tabletten nehmen. Aber das hat zu tun, dass ich mir Zeit genommen habe für mich selber. Und das braucht Mut, sich Zeit zu nehmen für sich selber. Und da kommt extrem viel auf. Unangenehmes. Sehr unangenehm. Und dann tut man es ein bisschen verarbeiten. Und dann merkt man, wie man ist. Heute arbeitet der 42-Jährige als Immobilienbewirtschafter und ist Vater eines 5-jährigen Sohnes. Rohrer sagt, dass er sich nun wieder mit Stolz im Spiegel anschauen könne. Und er empfiehlt jedem: Wenn du dir Zeit nimmst, ernsthaft, und der besoffene Gaff im Kopf, der immer rumkumpelt, in der Nacht, wenn man aufwacht oder sonst im Auto, den zu bändigen und innere Ruhe zu bekommen. Das ist viel, viel angenehmer, um das nicht ganz einfache Leben auf dieser Erde zu genießen. Mit dem Fabien Rohrer durfte ich noch ein Gespräch führen. Und er hat ein paar unerwartete Aussagen gemacht. Das Interview finden Sie bei uns auf der Website. Es lohnt sich, drauf zu klicken.